Tach, paar, tach, bä. Dach, mucklech, warm, wie kellnisch. Hassen oder nicht hassen? Das ist hier die Frage. Demonstration. Ich möchte euch alle sehen. Das ist eine Pflichtveranstaltung. Wir sehen uns da. Ganz Essen, was die OP. Mindestens 28 Polizisten sind verletzt worden, einer von ihnen schwer. Der AfD-Parteitag 2024 fand am letzten Wochenende in Essen statt. Er wurde allerdings, wie nicht anders zu erwarten, von erheblichen Ausschreitungen überschattet. Während des Parteitags wurden L.S. Weidel und Tino Chrupalla erneut als Führungsduo gewählt. Unter dem Motto Bass gegen Hass haben in Essen nach Angaben des Veranstalters zwischen 4.000 und 5.000 Menschen gegen die AfD protestiert. Eigentlich Quatsch, man braucht nicht gegen eine Partei demonstrieren, sondern man wählt einfach eine andere. Und wenn eine Partei dann doch gewinnt, heißt das doch im Gegenzug, irgendwas haben die richtig gemacht. Zumindest haben sie genügend Leute überredet, sie zu wählen. Bei der REF-Demo, die vom Essener Hauptbahnhof in Richtung Süden zum Messgelände zog, sah man aber diverse Plakate und es wurden auch Parolen gerufen. Da kam ich dann doch ein wenig ins Zweifeln, ob es bei dieser Demo nicht doch um etwas anderes ging, als gegen Hass zu demonstrieren. Humor haben diese Leute. Sie wollen gegen Hass demonstrieren, aber merken selbst gar nicht, dass sie sich hier in den absoluten Hass hineingesteigert haben. Proteste gegen den Parteitag waren massiv mit mehreren 10.000 Teilnehmern. Leider kam es dabei immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, bei denen 28 Polizisten verletzt wurden. Einer davon schwer. Die Polizei berichtete von mehreren Störaktionen, bei denen Demonstranten versuchten, Sperrstellen zu durchbrechen. Auch wurden hier wieder mehrere Polizeifahrzeuge beschädigt. Jedenfalls frage ich mich immer wieder, warum die Leute so wenig Toleranz gegen andere Meinungen haben. Es gab auch einen eher ungewöhnlichen Fall hier. Ich zitiere die Welt. Ungewöhnliche Szene am Rande des Bundesparteitags der AfD. In Essen hat ein Mitglied der rechten Partei einem Demonstranten in die Wade gebissen. Nach eigener Darstellung aus Notwehr. Stefan Hardy schilderte am Sonntag, wie sich die eskalierende Situation am Samstag aus seiner Sicht entwickelt hat. Der Pensionär sagte der deutschen Presseagentur, er sei auf dem Weg zur Krugerhalle auf eine Plakate von AfD-Gegnern gestoßen. Als er aus seinem Auto ausgestiegen sei, um einen Polizisten zu bitten, den Weg für ihn freizumachen, sei er plötzlich attackiert worden. Dann bekam ich einen Tritt in die rechte Wade, fiel hin und zwei oder drei sind auf mich draufgefallen. Ich sage mal gefallen. Und dann kam ein Tritt von rechts. Ich konnte ein bisschen ausweichen, habe mich dann in das Bein verklammert und zugebissen, damit ich nicht noch einen Tritt abbekomme. In diesem Moment hätten die Polizeibeamten eingegriffen. Er habe aufstehen und weiterfahren können. Bei Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Aktivisten, schon wieder Aktivisten, wurden nach Polizeiangaben 28 Beamte verletzt, einer davon schwer. Immer wieder hätten größere Personengruppen mit zum Teil mehreren hundert Personen durch gewaltsame Störaktionen versucht, die Delegierten an der Teilnahme zu hindern oder Sperrstellen zu durchbrechen, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Jedenfalls frage ich mich, was das für Nazis sind, die keine andere Meinung zulassen
und Gewalt einsetzen, um andere Meinungen zu verhindern. Hat denn von 1933 keiner mehr was gelernt? Guten Abend. Gleich wie bei dir auch geht, ne? Nee, sag mal, die Leute sind halt nicht wegen mir heute hier, sondern... Ja, doch wegen dem Rave, ne? Wegen dem Rave. Ja, okay. Genau. Hat der Rave ein Ziel? Ja, die Droge. Ne? Okay, ja, warum die Droge? Da abgeht, oder da läuft. Aber der ist morgen los, ne? Kannst du gleich sagen, was passiert hier in Essen? Ja, die Demo, ne? Gegen die Asyl. Die... Morgen? Was ist das denn? Morgen? Ja, ich glaube, morgen früh um 6 geht's los. Morgen früh um 6 geht's los, ne? Genau. Ja, richtig. Kannst du vielleicht kurz sagen, warum? Warum? Was hast du gegen die AfD vielleicht? Was gegen die AfD ab? Ja. Im Grunde genommen, sobald sie den Mund aufmacht, ne? Ja. Die Frau, ne? Hier. Weißt du, wie ich meine, ne? Wahlrechtswahl. Ne? Beeindruckend. Ne? Das ist mehr als beeindruckend. Wenn die den Mund aufmacht, das ist beeindruckend. Ich will. Ich bin immer wieder aufs Neue. Hört sich eher so an, als wären Sie ein Fan. Aber richtig immer. Okay, sind Sie AfD-Mitglied? Ja, ganz bestimmt. Okay. Ist schon wirklich faszinierend. Also Ihnen gefällt es nicht, was Sie sagen quasi. Was soll ich sagen? Ja, Sie haben, wenn die den Mund aufmachen? Und was soll ich sagen, was die meinen, ist immer zweierlei, ne? Okay. Kann ich Sie nach einem Beispiel fragen? Ja, zu sagen, ne? Also, ich habe immer den Verdacht, dass wenn jetzt der Scholz spricht, ne, das klingt alles so, als wenn das mehr so in die eigene Tasche gedacht ist, verstehst du? Der Scholz. Aber der ja, Scholz und ist ja... Ne? Das scheint so allgemein, ne? Die tun das unter zusammenhalten und so. Reden als positiv und fern als da. Aber in Wirklichkeit, wenn man mal zuhört, was die meinen und was die sagen, gehe ich davon aus, dass sie nichts darüber meinen, was für das Volk und generell für uns gedacht ist, sondern nur, was für die selbst von Interesse ist, für die selbst gedacht ist, wie es eigentlich gedacht ist. Weißt du, was ich meine? Okay. Also generelle Politikkritik auf die Straße. Ja, also, wenn man genau zuhört, was die reden, ne, dann könnte man davon ausgehen, dass der das alles gut verkehrt von so sagt. Das meint er nur ganz anders, wie er das formuliert. Weißt du, was ich meine? Es geht ja nicht um Scholz hier heute, sondern es geht um die AfD. Genau. Und dann ist ja das Gesamtpaket. Erzählt einfach, wenn man nichts dagegen macht, oder nichts sagt, wenn man gar nicht reagiert, was soll dann passieren, wenn man gar nicht macht? Man muss den Mund aufmachen, man muss reagieren und muss auf jeden Fall Präsenz zeigen. Also geht es Ihnen generell gegen die Politik, für mehr Ehrlichkeit in der Politik? 100%. Okay. Weil es ist egal, von welcher Seite aus man das sieht. Man sollte generell immer ehrlich sein, auch nicht nur in der Politik, auch im Leben. Können Sie vielleicht noch kurz sagen, zum Abschluss, wollen Sie noch was loswerden? An die Politiker. Ja, die sollten langsam mal anfangen aufzuwachen. Das wird sonst für uns alle nicht gut ausgehen. Zur Großdemonstration. Ich möchte heute alle sehen. Das ist eine Pflichtveranstaltung. Wir sehen uns da ganz Essen. Hass die AfD! Wirklich?